Wir fangen nicht mit den kleinen Sachen an, sondern wir kaufen uns gleich die großen Sachen, okay? Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Wir spielen heute tatsächlich den Farming Simulator 2019. So, Farming Simulator 2019. Ich habe bisher bloß ein bisschen gezockt, bisher im Multiplayer. Alleine habe ich noch gar nicht gezockt. Jetzt wollte ich eigentlich das andere Headset aufziehen, weil das hier ist zwar gut, aber da sieht man vor der Webcam immer aus wie, keine Ahnung. Weil mein Schädel ist ein bisschen, irgendwie ein bisschen kleiner und das Ding, das sieht einfach aus, als würde es mich fressen wollen. Ich hätte noch ein anderes Headset da gehabt, aber das sieht dann so aus und da habe ich mir auch gedacht, nö. Okay, dann hätte ich gesagt, wir fangen einfach mal an und gehen in den Karrieremodus rein und zwar ganz entspannt. Ich hätte gesagt, wir nehmen den Farm Manager, das haben wir glaube ich im anderen auch genommen, oder? Ich hätte gesagt, wir nehmen Felsbrunn, weil wir sind Deutsche, gell? Da geht's nicht nach Amerika, da geht's in, geht's, weißt, gell? Nach Deutschland. Nicht wundern übrigens, ich komme gerade aus der Dusche, deswegen sehen meine Haare ein bisschen aus, nass. Auf jeden Fall haben wir 1,25 Millionen auf dem Konto. Es ist 8 Uhr am Morgen. Und ich hätte gesagt, wir kaufen uns als erstes ein Stückchen Land. Das ist immer besonders gut. Das ging, wie gesagt, gleich nochmal. Ich weiß es nicht. Ich habe es letztens irgendwo X Land. Aha. Wert. Das ist ein kleines Feld, wo wir uns gerade drauf befinden. Das wäre perfekt eigentlich, da könnte man theoretisch... Dann hätte ich gesagt, wir kaufen gleich beide Felder. Also wir kaufen die 20. Ja. Und wir kaufen die 19. Ja, 20 und 19 sind gekauft. Das sind schon mal gute... viel Geld. Weil ohne Moos nichts los. Beziehungsweise ohne Geräte keine Fete. Oder so, keine Ahnung. Schauen wir doch mal. So, was gibt's denn hier? Ein Traktor brauchen wir, gell? Aber wir kaufen uns gleich den mittelgroßen. Wir fangen nicht mit den kleinen Sachen aus, sondern wir kaufen uns gleich die großen Sachen, gell? Es ist halt die Frage, ob wir das machen oder nicht. Ich hätte mal gesagt, wir klicken mal kurz auf Konfigurieren. Schauen uns den einmal an. Wenn's lädt. Ah ja, das ist er. Der wunderschöne Bursch. Das ist er. Felgenfarbe. Challenger, Stara, Challenger, New Holland. Nein, ich bleib bei weiß. Das schaut ja sonst... Ah, Hauptfarbe hätte ich doch gerne andere. Na, das schaut... Alter, das kostet 1500 Euro. Nur weil ich die Farbe ändern will. In grün. Eigentlich, grün, ein Traktor ist für mich immer grün. Es kommt halt jetzt darauf an. 1500 Euro, nur dass das scheiße grün ist. Aber es ist eigentlich auch langweilig, wenn man drüber nachdenkt, ne? Das schaut geil aus. In Dirt. Trelleborg. Na, wir lassen die Reifen drauf. Da könnte man sowieso mir mal in die Kommentare schreiben, was es genau auf sich hat, welche Reifenhersteller und welche Reifenvariante ich nehme. Mit Radgewichten, Breitreifen, Breitreifen, Plusgewichte, Pflegebereifung, Zwillingsbereifung hinten. Welche genauen Sachen, ne? 250 PS. So, also wir haben einen Traktor, das passt. Was wir noch brauchen, ist auf jeden Fall, weil sonst können wir nämlich nichts machen, einen Mähdrescher. Mähdrescher, okay. Den John Deere ist, glaube ich, der beste. Es gibt bessere, verstehe mich nicht falsch, aber in dem unteren Preisbereich, also oder mittlerer, beziehungsweise, es ist der mittlere Preisbereich. Das ist ein richtiges Gerät. Leckt mich am Arsch. Ein Hänger. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch. Das brauche ich nicht. Der hat auch 45.000 Liter. Den kaufen wir noch mit dazu. Das passt. Kaufen. Ist doch kein Problem. Wir haben doch das Geld. Geld wächst auf der Wiesen. Hat einmal einer gesagt, gell? Ein Güllefass. Na. Nein, ich brauche kein Güllefass. Was ich brauche, ist eine Sätechnik. Und zwar eine Sätechnik, die gleichzeitig, also bei der es nicht mehr notwendig ist, direkt Saat, genau, bei der es nicht mehr notwendig ist, zu pflügen oder zu grubbern. Und da könnte mir eigentlich was vorstellen, was gleich mal ein bisschen... Der hat das Zeichen noch mit dabei, 5000 Liter und 270 PS, kostet aber 104.000. Ist aber auch... Ach, Schwan, komm.
Wir geizen nicht, Leute. Da wird nicht gegeizt. Da wird reingekauft, was nur geht. Da wird gekauft ohne Ende. Also das haben wir jetzt. Jetzt kann ich sehen, jetzt kann ich ernten und ich kann es mit dem Hänger wegtransportieren. Brauche ich noch irgendwas? Habe ich irgendwas vergessen? Ich weiß es nicht. Überladewagen, Zuckerrohrtechnik, Grubber, tiefenlockerer Pflanzenschutz, was weiß der Teufel was. Mähtechnik brauchen wir bestimmt auch irgendwann. So, jetzt haben wir da unsere 670.000 Euro. Das ist aber ein richtiges Gerät, möchte ich mal sagen. Da habe ich aber einen gescheiten Anhänger gekauft. Für den Bulldog. Das ist, okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Bin ich doch tatsächlich. Naja, obwohl, na, das schaut bloß so aus. Das wirkt bloß so. So, wir nehmen jetzt mal den Hänger und den transportieren wir jetzt mal. Also, eins muss man sagen, das Ding zieht aber ultra ab. Ho, 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 du bist aber ein Monstrum. Du geiles Stück. Füll das Gerät zuerst auf. Okay. Erste Herausforderung. Hoppala. Erste Herausforderung. Upsala. Was ist denn jetzt passiert? Sämaschine. Sämaschine. Ah! Ich muss da bloß hinfahren. Jetzt habe ich gedacht, das ist ein bisschen mehr. Warte mal, da muss ich ja mehr kaufen. Wie transportiere ich denn jetzt, also wenn ich jetzt das da kaufe, ne, Big Packs, wie kann ich denn die, dass die nicht unbedingt vorm Ding stehen, sondern also... Das ist schon eine Gerätschaft, du, was ich da hinten dran habe. Jetzt sind wir bei 100%, also 3 Big Packs brauchen wir für das Ding. Das müssen wir uns merken, 3 Big Packs Minimum für das. Dann hätte ich gesagt, wir nehmen das Ding gleich mal und dann geht's ab aufs Feld. Beziehungsweise, wenn die Felder nicht schon bestellt sind, die ich gerade gekauft habe, dann müssen wir die, glaube ich, das zuerst einmal mähen. Abernten. Abernten. Abdeckung öffnen, Fahrtrichtung wechseln. Ach du Scheiße. Okay, das muss ich alles in Ruhe machen. Saat wählen, wir wählen gerade Sojabohnen. Nee, das möchten wir nicht. Wir müssen natürlich auch immer gucken, dass wir genau das Saatgut wählen. Ui, da Base, was gerade im Moment am meisten einbringt. Da ist nichts. Auf der 19 ist gerade nichts. Da können wir direkt loslegen mit Säen. Auf der 20 wachsen gerade Zuckerrüben im Wachstum. Das können wir natürlich dann auch immer beschleunigen. Jetzt hätte ich mal gesagt, wir beschleunigen das mal und zwar... Das geht auch irgendwo, das weiß ich. Lautstärke, nee. Mein Zeitskalierung. Mal 120. Wir haben jetzt quasi, hoppala, wir haben jetzt alles, um loszulegen. Au! Es tut mir jetzt leid. Au! Jetzt kommt das nächste. Ah, fix. Nee, da fahre ich durch. Also, wir haben alles, um loszulegen. Und dann können wir schön gediegen im nächsten Part damit anfangen. Erstmal wahrscheinlich die Zuckerrüben möchte ich abernten. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge vom Landwirtschaftssimulator. Und bis zum nächsten Mal, haut rein. Und wie immer, tschüssi, Kowski.